Freunden. Es ist 19 Uhr und heute ist alles etwas dunkler. Ich auch. Ah, eigentlich freue ich mich, dass ich das mal anziehen darf, weil wir haben ganz schön wenig Auftritte mit unserer Metalband und ich finde das echt schön irgendwie. Mir gefällt das. Und ja, ich muss noch ein bisschen Werbung machen. Mein Mann verdreht gerade die Augen. Das ist schon ein bisschen zu wenig Auftritt. Ja, ich weiß schon. Nee, weil wir einfach so eine große Truppe sind. Heute ist Montag und montags ist es eigentlich immer so, dass ich zur Bandprobe bin und zwar zur Metalbandprobe. Ich bin bei Nato Sumori. Wir machen christlich-symphonischen Metal und sind jetzt 7 Leute im Moment und es fehlt noch ein 8er Geiger. Moment, mein Mann. Hallo Micha. Ach, Micha ist da. Hallo Micha. Micha ist unser Schlagzeuger, ist leider auch nicht hier. Ja, und jetzt wäre eigentlich Probezeit, aber es geht gerade nicht. Und jetzt habe ich mich erdreistet, heute zu fragen, ob ich mal eins von unseren Liedern in einer sehr, sehr soften Version euch zeigen kann, weil ich finde die Musik echt cool. Und jetzt muss ich aber mal ein kleines bisschen ausholen. Die Jungs werden schon gleich wieder gähnen, weil es meine Lieblingsgeschichte ist. Aber ich habe ein Herz für Mettler. Ja. Einer meiner Mettler steht nämlich sogar hinter dem Handy, weil den habe ich sogar geheiratet. Mhm. Ja, und ich hätte vor 10 Jahren nie gedacht, dass ich mal in einer Metalband spiele. Und habe aber... Irgendwas hat jetzt gepiepst, ihr habt es gehört, mein Handy, muss man hier ausmachen. Keine Ahnung. Ja, und habe aber eine Anfrage gekriegt über einen Tontechniker, ob ich Lust hätte, in einer Band zu spielen. Und da habe ich gesagt, klar habe ich Lust, war ja noch nicht in einer Band. Und sagte, es ist Metal. Und da habe ich gesagt, nee. Er sagte, geh doch mal hin. Und bin ich hingegangen und musste so in so ein Kellerloch runter. Solche Türen, ganz dicke, fette, alte Kühltüren. Und naja, ich war noch 10 Jahre jünger, ein bisschen schüchtern und so. Und da ging diese breite, fette Tür auf. Und dann kam der Micha raus. Micha ist so groß, hat so langes Haar, rotes Haar. Und ich habe ihn so angeguckt und habe gesagt, Entschuldigung, ich wollte mich vorstellen als Keyboarderin. Und da hat er gesagt, spitze, dass du da bist. Aber es wäre gut, wenn du Hausschuhe anziehst. Wir haben gerade Teppich verlegt. Ihr seht schon, es sind auch nur Menschen. Und ich habe sie ganz lieb. Ich bin ganz froh, dass ich dort gelandet bin. Eine total andere Musik, ziemlich krass. Und deswegen möchte ich euch das auch gerne mal ins Herz legen. Jetzt muss ich erst mein Klopapier beschriften, nicht, dass ich das vergesse, dann gibt's Ärger. So. Oh, der Stift. Ja. Ist noch jemand da? Ja, okay. Die üblichen Verdächtigen, dann kommen Ramona von Morgstein, Stefan Schreiter sieht zu. Hallo ihr alle miteinander. Es ist schön, dass ihr da seid. So, das Kapsel noch an. Wir haben ja noch nie genug heute. Nein, das ist die Klopapierkerze, das ist nicht abhängig. So, den Spruch heute habe ich von James Agee mit Walker Evans. Verständnis und das Handeln, das aus dem Verständnis erwächst und vom Verständnis geleitet wird, ist die einzige Waffe gegen das Bombardement der Welt, ist die einzige Medizin, das einzige Instrument, mit dem Freiheit, Gesundheit und Freude geschaffen werden können, beim Individuum und in der ganzen Menschheit. Das Wort Individuum habe ich irgendwie immer als schwierig empfunden, was ich da gemerkt habe. Okay, ich will euch nicht weiter auf die Folter spannen. Ich werde nicht schreien, dafür ist mein Mann eigentlich zuständig, aber es gibt heute eine wirklich softe Version, ganz balladig. Und zwar, das Lied heißt Fallen. Ich werde es jetzt in meiner Version erstmal vortragen und ihr könnt dann mal ganz, wenn wir fertig sind, rüber switchen auf die Nato Sumori Facebook-Seite. Da gibt es nämlich heute einen kleinen Ausschnitt, ein Hörbeispiel, wie das dann in echt klingt mit Gitarren und Schlagzeug. Und die Corinna, die singt das ganz toll und mein Mann brüllt sich da ein Wolf. Ein Wolf, aha. Das ist dann so, wie es klingen soll. Ich bin nicht witzig, tut mir leid. Also los geht's mit Fallen. Thank you.
Na Mann, was sagst du denn? Mir fehlt Geschrei und Getorn. Rasch, ich weiß nicht. Also jetzt sitze ich uns zwar ganz soft, die ist auch keine Raschstation. Trotzdem sehr schön, auch von Micha. Danke, Micha. Vielen Dank. Ja, ich habe noch ein zweites mitgebracht, nicht von Nato Sumori. Lieber Micha, ich habe mir, hilf mir Gott, nochmal angehört. Erstens geht es, glaube ich, 9 Minuten. Und zweitens ist da so viel Gitarrenzeug drin, was ich jetzt hätte auf Klavier eher nicht so adaptieren können. Ich glaube, es wäre einfach langweilig geworden. Tut mir leid. Vielleicht machen wir da nochmal eine Auskopplung davon. Und so. Auf jeden Fall habe ich noch einen anderen Liedwunsch bekommen. Und zwar von Linkin Park. Ich weiß, Linkin Park ist kein richtiger Metal, möchte ich bitte auch nicht behaupten. Aber es ist ein kleines bisschen härter. Ich mag die Mucke und irgendwie passt das hier ins Thema rein. Deswegen kommt jetzt mal was von Linkin Park. Vorher möchte ich gerne nochmal auf etwas hinweisen, und zwar an alle Schwarzenberger. Ich habe heute über die Kathi Lippmann-Wagner gehört oder auch gesehen, dass in Schwarzenberg immer um 19.30 Uhr die St. Georgen-Kirchenglocken und auch die Ratskellerglocken läuten. Das ist jetzt aufgrund der speziellen Situation so. Einfach, dass ihr euch alle ja, vielleicht auch ein bisschen bedacht fühlt. Und außerdem ist ein Türmerruf immer noch um 7:30 zu hören, also wer in Marktreichweite wohnt, kann ruhig mal das Fenster aufmachen. Und der Kantor in Schwarzenberg, der Matthias Schubert, der hat auch immer danach, nach dem Kirchenläuten, macht dann auch so ein Fenster auf und spielt mit seiner Frau, ich glaube, der Mond ist aufgegangen, so wie ich zugehört habe, ich hoffe, ihr erzählt es kein Mist. Und da können alle mitsingen oder mitspielen. Also ich finde es ganz schön, es ist immer 7:30 und wenn wir dann fertig sind, liebe Schwarzenberger, reißt eure Fenster auf, singt mit, finde ich irgendwie sehr schön. Jeden Abend. Gut, ich bin gelaufen, ich muss umstellen. Gibt es was Neues von dir, lieber Mann? Nein. Nein. Heute nicht. Heute nicht. Okay. Nun denn. Ah ja, Castle of Clowns von Linkin Park. Habe ich gar nicht gesagt, was wir machen. Thank you.
düster Folge aus dem düster Wohnzimmer. Obwohl, so düster haben wir es gar nicht hingekriegt. Zeitverschiebung hat uns ja die Abende verhält oder erhält. Du schmunzelst. Kein Kommentar. Gut, ihr Lieben, ich weiß noch nicht, was ich morgen mache. Habt ihr Wünsche? Bitte zu mir schicken, würde ich mich sehr freuen. Ich mache auch diese Woche wieder zweimal erzgebirgisch, weil irgendwie, da steht ihr total drauf. Das machen wir wieder. Und ansonsten gucke ich mal, was ich mir noch so einfallen lasse. Ich wünsche euch jetzt erstmal alles Liebe. Und wenn ihr möchtet, dürft ihr natürlich auch noch kommentieren, wie toll ihr The Luer Outfit heute findet. Ja, ich weiß. Genau. Also, ich wünsche euch einen schönen Abend mit all der Düsterkeit, die eigentlich auch ganz schön ist. Bis morgen.